soll ich das bezahlen? Das Geld bekommen. Nee. Klar, 5000 doch. Ich hab gar nichts bekommen. Also kein Geld bekommen? Nein. Lol, ich hab 5000 bekommen. Ja, ich hab nichts bekommen. Echt jetzt? Ja, ohne Scheiß. Fail. Dann bau keine Waffenfabrik, das lohnt sich sonst nicht. Oder? Neue Bauoption. Wird gebaut. 10 Multigun noch. Ausbildung. Statusbericht. Bin unterwegs. Schaffst du in 2 Minuten eine Armee auszuheben? Bitte? In 2 Minuten eine Armee auszuheben? Hey, locker. Yo, rücke vor. Javelin einsatzbereit. IFB erwartet Befehle. Okay. Wie gehen wir vor? Javelin einsatzbereit. Feindliche Einheiten entdeckt. Ich dachte, da kommen keine, wollen mich verarschen. Javelin einsatzbereit. Look, Doc. IFB erwartet Befehle. Bereit. Gehen wir. Taktische Einheit. 10-4, Sir. Für den Frieden. Bereit, Sir, wo ist das Problem? Verstanden. Endlich mein Platz dafür. Hast du eine? Ja, ich weiß nicht ganz genau, wie ich es hinstellen soll. Das ist gerade noch überlegen. Nicht relativ egal. Unterbrochen. Abgebrochen. Nein. Okay, habt ihr. Voll Geld sorgen. Hey Mann. Bringt mir das, einen Prospektor zu bauen? Nein. Nein. Ich baue mal einen. Hey Mann, wie geht's? Jawohl. Dann hol ich bei dir die ganze Scheiße ab, okay? Jetzt Maul. Maul. Statusbericht. Wieso ist eine dicke Armee? Okay. So. Der Part ist jetzt zu Ende, jetzt geht's im nächsten Part weiter. So, Mario? Ja. Okay, jetzt geht's weiter, ne? Ich habe ja 10 Minuten Parts eingestellt. Ja. Umgebung sicher. Kein Problem. Unzureichende Mittel. Roger and out. Warte kurz, so. So. Weiter geht's. Spielen wir schon. Wie lange spielen wir? 20 Minuten? 30 Minuten. Meine Schwester war ja drin und dann musste ich eben stoppen und wieder neu reinmachen. Weil sie gerade sieht, was ich eben gerne Pizza gebracht. Javelin an Deck! Unser Verbündeter gehört mir! Oh, Pizza haben! Alter, wie macht mein Prospektor kaputt? Wo brennt's? Sofort! Wo ist dein Prospektor denn? Wie hast du ihn nicht extra weggebaut? Wow! Das ist Bürger Nord? Nein! Ich hab Angst! Ich hab Angst, ganz ehrlich. Hallo, für die Anfrage. Christoph? Warte. Siehst du mit deinem Eingeschütz auf dieses eingefrorene Schiff? Da. Oh, verdammt. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Keine, was machen soll. Okay, mach das mal an. Unterwegs. Ich hab 2 Multigun-Geschütze an der Küste. Ah, ich schieß noch meine Leute. Oh mein Gott. Lol. Okay, die greifen. Jetzt greifen die Bürger noch an, das sind doch ganz schnell weg. Ja, meistens ist aber gerade vor den Kiosk.
Verdammt, wie viele Kilo auf der Schiffe? Oh, ich hab Angst. Unterwegs. IRB erwartet ein Problem. Kontakt. Ich hätte ein paar Gefühle, aber. So, da müssen wir. Mario, hilfst du mir an meiner Seite ein bisschen? Ganz ehrlich? Ja. Na. Bist du behindert? Nein. Guck mal, meine Base an, wie viele Keyoffs da sind. Ja, Wayne. Ja, Wayne, ich geb's gleich Wayne. Nicht da reinlaufen, sollte drauf schießen. Ich hab kein Geld, tut mir leid. Ich geb dir gleich kein Geld. Ich bin grad voll verarscht. Ich werd mal gucken, was ich so machen kann. Was du so machen kannst, bin ich ein fetten Arsch in meiner Base. Ich könnte höchstens drei Javelin-Soldaten an. Nein, brauchst du mir jetzt, glaube ich, sind alle down jetzt. Da ist noch eins, soll ich verarschen? Wow, eins liegt zu mir, das ist nicht cool. Da sind noch drei über der. Die hab ich gar nicht gesehen. Vier! Wieso sind da? Wie viele sind das? Ah! Recht hier! Helf mir mal! Sie haben sehr viel Glück, wie es scheint. Meine Armee wird andernorts gebraucht. Aber keine Sorge, Kommandant. Ich komme wieder. Wieso sind hier so viele Kios? Oh. Die Sowjets ziehen sich zurück, Sir. Sie haben es geschafft. Sie haben sie abgewehrt. Ich gratuliere, Commander. Hey. Hey. Da sieht man klar, wie gut ich bin. Hier sind Statistik, Strukturen. Oh, wir haben fast gleich viele Häuser. Du hast mehr Häuser gebaut. Ressourcen. Ja, auch schon ganz gut. Weiter. So, nächstes Video. Ne, jetzt kommt nächste Mission, ne? Gut. Großartig. Glückwunsch, Commander. Sie haben diese Bastarde heimgeschickt. Die werden bestimmt zweimal überlegen, bevor sie erneut eine Invasion versuchen. Dieser Sieg war für alle sehr wichtig, Commander. Für die Russen nicht. Für sie war es eine böse Niederlage. Ja, mal schade. Nicht alle Kommandeure haben ihre Einstellung. Hören Sie, Bingham, ich mag diesen neuen Commander. Die Russen in Frankreich könnten auch etwas Feuer unterm Hintern vertragen. Ja, natürlich, Sir. Diesen Gedanken hatte ich auch bereits erwogen. Wie sagt man? Zwei Dumme, ein Gedanke. Und um meine Worte zu unterstreichen, schicke ich Ihnen unser bestes Geheimkommando. Jungs, darf ich vorstellen? Tanya. Hallo, Gentlemen. Tanya ist das Beste, was wir haben. Sie kennt 15 verschiedene Wege, einen Mann zu töten mit bloßen Händen. Deswegen rate ich Ihnen, verärgern Sie sie bloß nicht. Commander, der sowjetische General, den Sie bei Brighton geschlagen haben, ist jetzt in Südfrankreich. Er besetzte Cannes und verhaftete unsere Generäle. Ich lege den Hafen lahm, aber der Rest ist dann Ihre Sache. Ich kann heute Pizza essen. Hast du gerade angeguckt? Ja. Da. Alliierte Truppen in ganz Europa versuchen, die besetzten Gebiete zurückzuerobern. Aber sie werden in Südfrankreich erwartet. Die Sowjets halten dort einen strategisch wichtigen Hafen. Sie haben außerdem in der Region mehrere Geiseln in ihrer Gewalt. Special Agent Tanya unterstützt sie auf dem Boden. Und Chance, Commander. Darf ich nicht gleich die Inseln wieder kaputt machen? Mhm. Ja, und du darfst dich wieder mit den Scheiß. Die Sowjets haben sich in Cannes eingegraben und die Küstengewässer abgeriegelt. Wir können sie also nicht frontal angreifen. Allerdings haben wir eine Schwäche im sowjetischen Sperrriegel entdeckt und ein Infiltrationsteam zusammengestellt, um durchzubrechen. Hier ihre Befehle. Infiltrieren Sie die sowjetischen Inselhäfen. Durchbrechen Sie die Seeblockade. Im Konferenzzentrum halten sich die Führer mehrerer alliierter Länder auf. Vernichten Sie die russischen Verbände, damit wir sie evakuieren können. Außerdem sitzen hier einige alliierte Flugzeuge fest. Versuchen Sie, sie zu bergen. Agent Tanya wird Sie auf dieser Mission unterstützen. Viel Glück. Boah, kann er spielen. Lol. Lol.
keine Beleidigung. Oh. Au. Ich hoffe, es nervt mich, wenn ich am Essen bin. Sonst müsst ihr in den Kommentaren schreiben. Die Sowjets kontrollieren den Hafen und halten mehrere alliierte Führer als Geiseln fest. Sie sollen die Geiseln befreien und den Hafen. Sie werden von Tanya unterstützt. Das könnte ein heißer... Ja, wir stehen unter Zeitdruck. Commander, ich bin Ihr Bodenkommando, klar? Sind Sie bereit? Okay, dann los. Ich bin unten. Ey, sag nicht, du darfst jetzt den Scheiß machen. Zum Glück darf ich ihn direkt. Feindliche Einheiten entdeckt. Ich würde machen, warte mal. Gehen wir spazieren. Ich werde zwei davon. Okay, Commander, legen wir los. Genau. Sofort. Hey Junge, Christoph, wenn die Tanya umbringt, wenn Tanya stirbt, dann bist du dran schuld. Die kann wieder umsonst wiederbelebt werden. Ja, aber du hast nicht direkt jetzt so gemacht. Hä? Commander, diese russischen Bären wittern mit ihrer feinen Nase jeden noch so gut getarnten Spion. Wird der Spion entdeckt, fliegt seine Tarnung auf. Schnell, bevor ich entdeckt werde. Wo brauchen Sie mich? Verstanden. Rücke vor. Undercover. Ein Tag am Strand. Tesla-Spulen. Commander, sagen Sie unseren Spionen, sie sollen ihnen den Saft abdrehen. Das verschafft mir genug Zeit, um ihre Defensivsysteme zu erledigen. Und dann der Minister, wenn das Bär ist, wo ist dann geliebte Mutter? Oh, der Minister, ein wilder Hund. Hält's Kappen in Kamm? Das ist ja wohl lächerlich. Verstanden. Oh, das ist der nächste Part.